herzlich willkommen. Ich befinde mich am Technikmuseum und hier findet der Disrupting Mobility Summit statt. Wie Sie die Zukunft der Mobilität erleben können, erfahren wir jetzt. Disrupting Mobility ist ein internationales Kooperationsnetzwerk und eine Konferenzreihe, die von führenden Mobilitäts- und Stadtforschungszentren veranstaltet wird. Gemeinsam mit internationalen Vordenkern und Innovation wirft der Disrupting Mobility Summit einen Blick auf die Mobilität der Zukunft. Disrupting Mobility, wie kam dieser Summit zusammen? Ich gehöre ja schon seit vielen Jahren auch einem internationalen Netzwerk an, das sich um Stadtentwicklung kümmert, und Mobilität war dabei natürlich immer ein großer Schwerpunkt. Und als mein langjähriger Freund Florian Lennert, der in NEOM das Mobilitätskonzept entwickelt hat, zurückkam nach Berlin und mich fragte, hast du Lust, mit dem VBKI mitzumachen, war das eigentlich ganz einfach. Ja, wir hatten Lust und so kam es zusammen. Und ich finde es total wichtig, dass sich unterschiedliche Branchen, also die Wissenschaftler und die Praktiker und die NGOs und die Start-ups zusammenfinden, um solche Themen gemeinsam zu besprechen. Sag mir es gerade, unterschiedliche Wissenschaftler und Gäste, aus welchen Teilen des Landes, der Welt kommen Sie denn an? Naja, unsere akademischen Partner kommen aus den USA, aus Berkeley, aus Boston, aus London. Die London School of Economics ist ein langjähriger Partner von mir und ich halte den Kontakt natürlich auch sehr gern. Wir konnten gerade auch einen der Verkehrsplaner von Madrid erleben. Wir haben eine Holländerin dabei, die für eine internationale Organisation arbeitet. Und das freut mich natürlich sehr, dass wir hier wirklich aus unterschiedlichen Teilen der Welt, ich muss gestehen, Asien fehlt ein bisschen, weil da geht gerade sehr viel vor sich. Aber dennoch glaube ich, dass wir eine ganz gute Mischung hier zusammengebracht haben. Denn was wir hier tun wollen, ist, dass wir voneinander lernen wollen. Ja, welche Lösungen gibt es in anderen Teilen der Welt? Was könnte auch für Berlin interessant sein? Wie kann man da zusammenarbeiten? Auch sprach Sabine Kuzmin-Tiborski. Sie ist CEO von der BVG und Marc Ludwig Global, Head of Mass Transit Rail Automation at Siemens Mobility. Disrupting Mobility. Welche Themen haben Sie hier präsentiert? Okay, ich habe darüber gesprochen, wie wir als Industrie und wir als Siemens Mobility dazu beitragen können, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen und damit natürlich noch mehr Menschen von der Straße auf die Schiene zu bekommen, um die Verkehrsprobleme in den Städten und die CO2-Thematik adäquat zu adressieren. Wie wichtig sind solche Themen gerade in dieser Zeit? Naja, wir kennen ja alle die Klimawandel-Thematik und ich glaube, dass die Kritikalität des Klimawandels noch viel mehr in den Vordergrund treten muss und dass noch mehr bewusst werden muss, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir jetzt die Menschen auf die Schiene bringen müssen, weil das einzige wirklich klimafreundliche Verkehrsmittel ist nun mal die Schiene auch in der Stadt. Erzählen Sie mir ganz kurz über Siemens. Ich denke, die meisten kennen Siemens. Siemens Mobility ist einer der größten Anbieter von Bahnsystemen. Das umfasst Züge, Automatisierung von Bahnsystemen, aber auch Elektrifizierung von Bahnsystemen weltweit. Wie sieht die Zukunft aus? Und die nahe Zukunft haben Sie uns gerade beschrieben, Paris 2024. Ja, die Olympischen Spiele starten ja Ende Juli in Paris und da leisten wir natürlich auch unseren Beitrag, indem wir die Linie 14 in Paris vollautomatisieren, alle 90 Sekunden einen Zug in die Stationen bringen können und damit eine nahtlose Transportkapazität für die Gäste und die Fans der Olympischen Spiele natürlich sicherstellen können. From Siemens, you've heard it already. Welche Themen haben Sie gerade präsentiert? Also ich habe einen kleinen Ausblick darüber gegeben, wie die BVG mit dem Gesamtthema Mobilität umgeht, an welchen Themen wir da arbeiten und wie wir halt Mobilität für die Stadt Berlin gestalten wollen. Wie sieht denn die Zukunft aus in Sachen Mobilität, auch mit der Frage der KI? Also es ist und bleibt spannend, definitiv. KI wird uns ganz viele Möglichkeiten bieten, wo es um die Datenanalyse geht. Ne? Also welche Routen bieten wir an, was lohnt sich, wo gibt es einen Bedarf an Kunden, wie können wir das verdichten? Da wird KI ganz groß ins Spiel kommen. Wir werden noch ein bisschen brauchen. Wir sind dabei, mit dem Thema zu lernen und zu schauen, welche Möglichkeiten das bietet. Aber das wird sicher definitiv ein Teil der Zukunft sein. Wie wichtig finden Sie so ein Summit, was heute geschieht hier? Ich finde es
ehrlich gesagt extrem wichtig. Ich war noch nie auf dem Disrupting Mobility Summit, das erste Mal für mich, aber ich finde es sehr spannend zu hören, dass auch die Wissenschaft sagt, vor 10 Jahren haben wir bereits darüber gesprochen, dass wir auf der Straße autonom, elektrisch und integriert fahren wollen. Das haben wir bis heute leider noch nicht geschafft und ich bin sehr gespannt, ob wir hier auch Lösungen finden und Ansätze finden, wie wir das schneller realisieren können, im Zusammenspiel mit der Schiene. Wie wichtig ist so ein Summit so im Generell? Ich finde das immer sehr, sehr wichtig, um zu sehen, was woanders auch passiert und vor allen Dingen von anderen zu lernen. Ja, man muss nicht immer alles neu erfinden und selbst machen, sondern kann halt schon sehen, wo sind andere Städte weiter, was haben die gemacht, wie haben sie auch neue Themen implementiert, wie sind sie mit Problemen umgegangen. Und das ist sehr wichtig, weil man muss ja nicht dieselben Fehler nochmal machen, die vielleicht andere schon getan haben und davon kann man lernen und der Austausch ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie weitere Informationen zu den Rednern und Themen möchten, dann finden Sie die unter www.disruptingmobility.org.